Ja. Jetzt beginnt ein kleines Experiment. Und zwar nicht so der typische Vortrag, sondern ich habe mir gedacht, ich schreibe mal eine kleine Geschichte. Das sind alles Funde, die ich mal gemacht habe, die aber nichts mit diesem Vortrag zu tun haben. Und ich bitte Sie, sich ein klein bisschen darauf einzulassen, diese Geschichte. Geht nur los. Und ich werde da ein bisschen komisch bei sprechen, nicht verwundert sein. Odin, Thor und die geheime Botschaft. Odin war zu Besuch im Sternberger Land, nun schon seit 100 Jahren bewohnt durch die Ungläubigen und Druiden. Mildere Winter als im hohen Norden machte das ehemalige Germanenland immer noch interessant. Selbst für einen Gott. Er liebte es, sich fremde Kulturen anzuschauen, fremdartige Speisen zu kosten und den eventuellen Gegner zu studieren. Gier, Neugier, seine Antriebsfeder. Plötzliches Flügelschlagen, Rabengeschrei. Ubin und Munin waren endlich wieder zurück von ihrem täglichen Erkennungsflug. Die Raben berichteten noch etwas außer Atem. Das schier unglaublich. Thor habe nach dem Gelage mit den Eroberern von Rerik vergessen, wo sich Mjölnir und die Ziegenböcke des Gespanns befinden. Hier ganz gut zu erkennen, die beiden Raben, da komme ich nachher noch drauf an. Odin konnte es nicht glauben. Der mächtige Hammer verschollen, die treuen Tiere, die Thor über den Himmel ziehen, womöglich schon den Jägern des Laden zum Opfer gefallen. Wutschnaubend verwandelte er sich in den sensentragenden Wolf, schickte seine Raben auf die Suche nach dem Hammer sowie den vermissten Tieren und riet ihnen, sich zu eilen. Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis die Raben mit einem nebligen Bild heimkehrten. Odin schärfte sein verbliebenes Auge. Der Nebel lichtete sich und die Situation wurde unklar. Die Böcke litten Hunger, was selbst das intensive Lecken am Mjölnir nur für kurze Zeit zu lindern vermochte. Thor musste sich unbedingt an den Ort des Vergessens erinnern. Odin handelte. Er ritzte eine Botschaft voller Drohung gegen Thor, falls er sich nicht erinnern sollte. Aber die Runen würden schon wirken, war sich der Gottvater sicher. Schon oft hatte er auf sie gesetzt und wurde selten enttäuscht. Natürlich beschrieb er die Bronze zweiseitig, auf dass der Zauber besser wirke. Beim Elfflug Munins, bekanntlich der bessere Flieger, erreichte die Botschaft Thor. Als dieser das Blech betrachtete, wurde er ob der Drohung Odins ganz bleich. Aber als die Runen langsam, ganz langsam von der Bronze verschwanden, erinnerte sich Thor plötzlich. Kirchdorf auf der kleinen Zempö. Dort hatte er der blonden Sklaven nachgestellt. Nur ein Hammerwurf von Rerik entfernt. Als er in Kirchdorf ankommt und nach kurzer Suche seine Böcke und den Hammer findet, opfert er aus Freude Odins Zauberruhm der Mecklenburger Erde. Das ist die Kurzgeschichte und das sind die Hauptdarsteller. Da haben wir zum einen, ich müsste einmal dieses Licht ganz kurz zur Seite. Das macht keinen Sinn, ne? Ja. Also, wir haben hier den sensentragenden Wolf, den Odin, und zwar haben wir hier die Sense, ja, das ist das Sensenblatt, die Sense, die beiden Hände, hier haben wir den Kopf, den Rücken, die Füße, sag ich mal, also er kniet so vor seiner Sense, und wenn man diese dreht um 90 Grad, dann haben wir die beiden Raben, Odin und Odin. Dann haben wir Tangister und Tangnioster, das sind die beiden Ziegenböcke von Odins Gespann, der von Thors Gespann. Und Thors Hammer, der hier steht sozusagen, das ist hier oben das Eisen, und das wäre der Stier oder der Schaft. Natürlich hätte der auch der zwei Augen, ist ja logisch, ja, ein Hammer hat ja Augen. Und hier haben wir natürlich die geheime Botschaft, und diese Botschaft ist ein Bronze-Runenblech, wo wir eben auf zwei Seiten Runen zeichnen. Ich hoffe, man kann das hinten sehen. Hier sind eben einzelne Runen drauf. Und wenn man das jetzt zusammen, also wir haben Odin, wir haben die beiden Raben, wir haben den Thor, die beiden Ziegenböcke und die geheime Botschaft, ergibt halt meine Geschichte.
Das Witzige ist, seit 2 Jahren ist dieses Ruhmblech bei einer Expertin in Kiel und wird dort entschlüsselt oder eben doch nicht, deshalb die geheime Botschaft. Ne? Und ich hoffe, dass es irgendwann eine Auflösung dieses Ruhmblechs gibt, weil es für mich, das war der Brief aus der Wikingerzeit an mich, ne? Den ich finden durfte, deshalb ist das eben Fund meines Lebens. Bei dem Stück handelt es sich wahrscheinlich entweder um eine Scheibenfibel oder um eine Patrize, wo dann Goldblech drüber gehämmert wurde, wo dann eventuell eine Scheiben-Goldblechfibel sozusagen daraus entstanden ist. Und das ist eine Fibel, so auch aus dem 8. Jahrhundert wahrscheinlich, 8. bis 9. Jahrhundert. Dies hier soll nach dem Aufruf für 2 dänischer Wissenschaftlerinnen ins 10. Jahrhundert datieren. Renke und ich glauben, dass sie früher ist. Vielleicht so 6. bis 7. Jahrhundert. Und dieses Ruhmblech, kann man nicht so recht datieren. Da steht im alten und neuen Vortrag eben ein Text drauf, beidseitig. Und ich hoffe auf eine Entschlüsselung. Und das ist meine Funde meines Lebens.